Ich bin nicht dieser Körper. Ich bin nicht dieser Körper. Ich bin freier, so reiner Geist, unendlich. So wie Gott mich schuf, möge ich mich erheben und erhellen. Heiliger Geist, ich brauche Hilfe, damit ich mich nicht immer wieder selber auf den Körper reduziere und mich klein halte. Durch des Körpers Begrenzung, meine irgendwas zu brauchen oder zu wollen, mich irgendwie befriedigen zu müssen. Das ist nicht die Wahrheit. Gottes Sohn ist frei. Immer, wenn ich mich auf den Körper begrenze, erfahre ich Schmerz. Ich stoße ja immer wieder an meine eigenen Grenzen. Das erzeugt Schmerz. Beziehungsweise quetsche mich in irgendwas hinein, wo ich gar nicht hineingehöre, wo ich gar nicht hineinpasse. Meine wahre Größe kann ich nicht in dieser Kleinheit des Körpers hineintun. Passt einfach nicht. Ich schaffe mir immer nur selber Schmerzen, ne? Und ich will es immer nach außen projizieren. Ich will immer die Welt, den Bruder dafür verantwortlich machen, weil der nicht so will, wie ich will. Weil der mir was zeigt, was ich nicht sehen will. Anstatt Gottes Freude zu wählen, hey, sei dankbar für den Bruder, auch wenn er dir voll den Scheiß zeigt. Das, was ich schon immer versteckt gehalten habe oder mit dem ich mich eben klein halte, ne? Begrenzt halte. Weil vielleicht da irgendein Teil in mir ist, der halt denkt, naja, das macht man halt so, ne? Das ist halt so. Ich bin reiner, freier, unendlicher, ewiger Geist. Ich bin das nicht hier. Ich wähle Gottes Freude anstatt Schmerzen, anstatt Kleinheit, anstatt Niedertracht. Anstatt Urteilen. Schmerz ist ja auch Urteil. Oder Urteil erzeugt Schmerz. Und dann springen die Gedanken wie wild in mir herum. Und dann weiß ich nicht mehr, wie ich darauf schauen kann. Und dafür kann ich mich ordentlich hauen, ne? Hey, der Frieden Gottes ist mir jetzt gegeben. Gott liebt mich so, wie ich bin. Möge ich in diesem wahren Gefühl der Liebe sein und bleiben. Und möge ich dem Körper nicht mehr die Bedeutung geben. Ich habe ihm alle Bedeutung gegeben und schlage damit immer noch Schlachten. Sehr unbewusst. Sehr dissoziiert. Dafür würde ich mich jetzt nicht verurteilen, sondern ich will da hinschauen lernen. Was mache ich denn da?
Wieder habe ich mir eine Situation kreiert, wo ich dachte, das hätte ich schon gelernt, dass ich das so nicht mehr erfahre. Also scheine ich nicht wirklich nach innen geschaut zu haben oder nicht richtig, nicht in jede Ecke. Okay, nochmal auf ein neues. Ehrliches Hinschauen, ehrliches Mitteilen. Wie schwierig das ist, ne? Mit all der Heiligkeit und Herrlichkeit auf mich selber und auf dich, auf alles hier zu schauen. Ich merke so schnell das Urteil über mich, ne? Und Urteil ist Schmerz, ist Kreuzigung. Ich habe mich zu erheben. Ich habe dir von der Liebe des Vaters zu sprechen, von seiner Freude für seinen Sohn. Möge ich all die Kraft, all die Energie in Anführungsstrichen, die ich für den Körper nutze, für die körperliche Ebene nutze, für die geistige Ebene nutze. Und das fällt mir sehr schwer, weil ich sehr schnell in einer Ebene verwechseln bin. Da ist so viel Kraft und Stärke. Das wirklich wandeln zu lassen. Für meine eigene Heilung und somit immer für dich. Da will überall nur Liebe und Vertrauen hinein. Freude. Ich merke oft, dass ich mich gar nicht wirklich freue. Vor allem, wenn ich merke, dass ich mich schon wieder so auf den Körper reduziert habe. Wenn ich mich wieder eng halte. Ich will mich dafür nicht verurteilen. Ich will sehen lernen im Sinne des Vaters. Mein Licht leuchten lassen. Die Freude mehren. Da will ich den Fokus hinlegen. Und all die Kraft und Macht, die ich meinem alten Denken gegeben habe, eben dafür nutzen. Das ist mein Lernen und ich brauche da jegliche Hilfe, weil ich immer wieder noch abrutsche. Daher braucht es dich und braucht es die Bereitwilligkeit, wirklich anders sehen zu wollen, den Christus in jedem sehen zu wollen. Das zu wollen. Ich will den Christus in dir sehen. Und ich will dich nicht mehr auf den Körper reduzieren. Um irgendetwas zu bekommen, was es nicht gibt. Um irgendetwas hinterherzulaufen, was gar nicht existiert. Das ist immer im Außen, ne? Kennst du gut, oder? Ich renne immer irgendeinem Phantom hinterher. Suche doch noch im Außen, anstatt nach innen zu schauen. Immer wieder sehe ich, dass ich nicht wirklich nach innen schaue, dass ich mich noch fürchte, da irgendwas zu sehen oder dass da noch irgendwas versteckt ist. Und ich bemerke das Urteil.
Okay. Heiliger Geist, ich brauche Hilfe, damit ich sanft und liebevoll auf mich selber schaue. Dass ich selbst sehe, dass da nur Liebe hindurchfließen will. Und dass da nur Liebe ist und nichts anderes. Ich muss es mir immer wieder und immer wieder sagen. Und deshalb braucht es auch den Bruder, damit ich es auch höre. Durch einen jeden von mir. Du bist ja Teil von mir. Und nur dafür sind die Worte uns gegeben, als das Mittel. Und ich kann auch den Körper als Mittel nutzen, aber im Sinne des Vaters. Und das habe ich einfach noch nicht wirklich gelernt. Und mir das selbst zu vergeben. Also danke, danke, dass ich das sehen darf. Und ich will mir das verzeihen. Weil gar nichts geschehen ist. Es ist nur eine Ebenenverwechslung. Ich verwechsle Lust noch mit Freude, ne? Und dann leide ich wieder. Weil Lust ist keine natürliche Freude, da genau hinzuschauen. Und wenn ich Lust habe, missbrauche ich auch schnell. Ne? Dann will ich mich ja befriedigen. Oder fühle mich missbraucht. Aber das tue ich mir immer nur selber an. Ne? Weil ich da kein natürliches Gefühl, kein natürliches Vertrauen habe. Naja, da will ja nur Heilung hinein. In einem jeden. Ich will keine Rolle, ob Männlein oder Weiblein. Wir spielen da alle sehr mit rum. Und darum geht es eben nicht. Darum geht es nicht. Es geht um den Heiligen Geist, um die höhere geistige Ebene. Da, wo wir alle eins sind. Nicht um die besondere Beziehung. Nicht um den Seelenpartner. Das ist magisches Denken. Besonderheit. Wir sind alle der eine. Der eine Seelenpartner. Wir lieben uns alle. Weil es nur eine Liebe gibt. Da ist kein Unterschied. Ich mache den Unterschied. Weil ich Besonderheit bevorzuge. Ne? Ich wähle Gottes Freude anstatt Schmerzen. Anstatt Unterschied. Ich bin kein Körper. Ich bin so frei. Ich bin, wie Gott mich schuf, rein und unschuldig. So wie ein jeder. Das ist Christi Schau, wenn ich in allem die Unschuld sehe. Die Reinheit.
Und das immer wieder, mich da immer wieder selbst darauf zu fokussieren, ne? Und nicht zu warten, dass da im Außen irgendetwas geschieht. Ich bin der Erlöser. Ich habe die Verantwortung. Heutiges Textbuch aus der Lesung, Kapitel 21. Nummer 2, die Verantwortung für das Sehen. Ich lese das mal kurz vor, was da kursiv gedruckt steht, auf Seite 449. Ich bin fett gedruckt, verantwortlich für das, was ich sehe. Und damit hadere ich schon, ne? Da kommt meine ganze Abwehr zutage, wenn ich wirklich hinschaue und wirklich Verantwortung übernehme. Ich bin verantwortlich für das, was ich sehe. Für den Scheiß da, den ich da sehe? Ja, für den Scheiß. Ich gebe dir mir die Bewertung, das Urteil. Ich könnte auch zurücktreten, ne? Und es einfach mit Liebe betrachten. Weil überall Liebe ist. Es ist nur meine Blockade, die mich das anders sehen lässt. Ich wähle die Gefühle, die ich erfahre. Und ich entscheide mich für das Ziel, das ich erreichen möchte. Ich bin verantwortlich für das, was ich sehe, was ich erfahre, was ich fühle. Ich bitte um alles, was mir zu widerfahren scheint, und ich empfange, wie ich gebeten habe. Das ist alles meins. Ich habe mir das alles reingeholt. Also wenn ich Schmerzen erfahre, ich habe mir das selber reingeholt. Wenn ich keine Freude erfahre, ich bin verantwortlich. Ich muss mein Denken über mich und die Welt ändern. Ich habe die Freude zu geben. Ich habe Liebe zu geben. Ich habe Vertrauen zu geben. Und nichts und niemanden da im Außen verantwortlich zu machen. Das ist nicht einfach zu akzeptieren. Immer und immer noch erwische ich mich, dass ich doch den anderen, den scheinbar anderen für schuldig erklären möchte. Oder irgendetwas da im Außen, in der Welt, was nicht existiert. Die Welt spiegelt nur mein Innerstes. Und deshalb braucht es den Heiligen Geist, damit ich mich erhebe und erhelle und ich mehr und mehr Gottes Freude wähle, Gottes Liebe, Gottes Frieden über diese Welt hinaus, über meinen eigenen Film hinaus, weil es überhaupt nicht darum geht. Es geht nicht um diesen Film. Es geht nicht um diesen Körper, es geht nicht um Zeit und Raum. Ich habe das zu lehren, niemand anderes. Ich selbst, du selbst, ich bin mein eigener Erlöser. Mich immer wieder auszurichten für die Freude, ohne irgendwas dafür haben zu wollen. Für Gottes Liebe, für seinen Frieden. Es ist mir alles gegeben. In Gott kann es keinen Schmerz geben.
Also wenn ich das erfahre, ist das doch nur ein Zeichen. Hey, ich habe mich geirrt. Das kann nicht sein. Ich muss zurücktreten. Da ist doch noch Freude. Huch, hab's gerade vergessen. Und da kein großes Ding draus zu machen. Hab's nur vergessen, mehr nicht. Ach ja, jetzt wähle ich Gottes Freude. Jetzt wähle ich Gottes Liebe. Jetzt wähle ich Gottes Frieden. Ich habe mich nur für einen Moment geirrt. Ich habe nur wieder für einen Moment vergessen, einfach nur zu lieben, in Liebe zu schauen. Jetzt tauche ich wieder auf in meine wahre Größe und will den gespaltenen Geist nicht mehr wahr machen. Ich richte mich nur für Gott aus, eins gesinnt. Eine Sicht. Ein Weg. Wir sind ein Einweg-Ding. Ein Weg. Mögen wir einsichtig sein, das nicht so ernst nehmen. Ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Ich wähle Gottes Freude anstatt Schmerzen. Ich will mich nicht mehr selber kreuzigen. Die Botschaft der Kreuzigung. Kapitel 6. Nummer 1. Lehre nur Liebe, weil du nur Liebe bist. Es fügt sich alles, ne? Möge ich noch weiter zurücktreten, immer noch weiter und geschehen lassen. Möge ich wirklich das Urteil über mich aufgeben. Möge ich noch weicher werden, noch offener, noch transparenter. Ich will mich für mich selbst öffnen, für mich und meine Welt, für diesen Traum, damit ich den glücklichen Traum erfahre. Solange ich noch hier scheinbar als Körper rumdümple. Das bin ich nicht. Das ist nur meine eigene Idee. Dieser Traum von Körper, von Krankheit, Leid, Schmerz, Tod, ist alles nur meine eigene Idee. Und jetzt bin ich nur gerufen. Bruder, du träumst. Und wenn du so träumst, dann mach wenigstens das Beste draus. Dann träum wenigstens einen glücklichen Traum, wenn du schon unbedingt träumen musst. Das Suchtprogramm Albtraum sollte zu Ende sein. Ist krass, ne?
scheint mir so viel leichter zu fallen, mich dem Leid hinzugeben, als der einfachen Liebe, ne? Oder des einfachen Friedens. Und das bemerke ich ja ganz schnell an meinem urteilenden Geist. Urteilender Geist ist nicht im Frieden sein. Und wieder sage ich, ich möchte mich dafür nicht auch noch verurteilen, sondern genau das ja verlernen. Damit ich nur die Liebe des Vaters wahrnehme, all die Freude und all die alten Ideen über mich und die Welt aufgebe. Und hier steht, Schmerz ist meine eigene Idee. Leid ist meine eigene Idee. Ich kann das alles ersetzen. Ne? Tod ist meine eigene Idee. Er ist nicht ein Gedanke Gottes. Sondern einer, den ich getrennt von ihm und seinem Willen dachte. Getrennt, eben dieser Umweg, ne? Mein eigenes Ding machen wollen. Sein Wille ist Freude, ist Frieden, ist Liebe, ist Vertrauen, ist Licht, ist Dankbarkeit, ist Fülle, ist Überfluss. Sein Wille ist Freude und nur Freude. Und das zu sein. Sein Wille ist Freude und nur Freude für seinen geliebten Sohn. Für dich. Und somit für einen jeden. Deshalb habe ich es zu geben. Damit ich es erfahre. Na, jetzt vergesse ich es leider immer wieder noch. Okay, danke, dass ich es sehen darf. Wollte schon wieder die Pfaffen ziehen. Dass dort außen jemand ist, der mir die Freude nimmt. Der mir so meinen Selbsthass zeigt. Oder mein Urteil über mich, was ja das Gleiche ist. Aber ich bin mein eigener Spielverderber, gell? Und das nicht so ernst zu nehmen. Okay, gut, ich habe mich wieder erwischt. Danke, 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 danke. Ich will nur den Frieden Gottes. Ich will nur die Liebe Gottes. Ich will nur die Freude. Und wir werden mehr zu einem Tanzschritt Gottes, weil es alles ineinander fließt. Sein Wille ist Freude und nur Freude für seinen geliebten Sohn. Und diese wähle ich anstelle dessen, was ich machte. Ja, also tritt zurück, wähle nochmal neu. Finger weg von deinem kleinen Ich. Lass dich mit deinem alten Denken ganz los. Ich bin kein Körper. Ich bin frei.
Ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Vater, Gott, bitte heile du meine auf Schmerz, auf Angst basierten Gedanken in meinem Geist. Ich will mich nicht mehr auf den Körper reduzieren. Ich will diesen Körper als Mittel nutzen in deinem Sinne. Ich habe keine Ahnung, wie und wie das aussieht. Aber ich kann es durch den wahren Frieden und durch die Freude, durch die Liebe erfahren. Daran sehe ich es, merke ich es. Ich habe nur durch diesen Traum hier zu wandeln. Und all das zu geben, was mir von Gott gegeben ist. Sprich, im Grunde nur zu segnen. Also segne, Bruder, segne. Zu deiner eigenen Freude. Also der Raum ist wieder offen. Wenn du die Worte sprechen magst, kannst du sie sprechen. Wir lernen und heilen nur gemeinsam. Ich bin kein Körper. Ich bin frei. Denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Ich wähle Gottes Freude anstatt Schmerzen. Schmerz ist meine eigene Idee. Er ist nicht ein Gedanke Gottes, sondern einer, den ich getrennt von ihm und seinem Willen dachte. Sein Wille ist Freude und nur Freude für seinen geliebten Sohn. Und diese wähle ich anstelle dessen, was ich machte. Ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Ich bin Gottes heiliges Kind. Ich danke meinem Vater für mein Leben und für all das, was er mir gegeben hat, um mich zu erlösen von dieser Welt, die ich gemacht habe. Liebe und Frieden, Freude und Segen, jedem Bruder im Licht. Amen. Ich bin kein Körper. Ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Ich wähle Gottes Freude anstatt Schmerzen. Schmerz ist meine eigene Idee. Er ist nicht ein Gedanke Gottes, sondern einer, den ich getrennt von ihm und seinem Willen dachte. Sein Wille ist Freude und nur Freude für seinen geliebten Sohn.
und diese wähle ich anstelle dessen, was ich machte. Ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Ich bin kein Körper. Ich bin frei. Ich bin nach wie vor, wie Gott mich ruft. Ich wähle Gottes Freude anstatt Schmerz. Schmerz ist meine eigene Idee. Er ist nicht ein Gedanke Gottes. Eine, die ich getrennt von ihm und seinem Willen dachte. Sein Wille ist Freude und nur Freude für seinen geliebten Sohn. Und diese wähle ich anstelle dessen, was ich mache. Kein Körper. Ich bin frei. Denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich ruft. Heil, ganz unschuldig, sündenlos und rein. Ich bin kein Körper. Ich bin frei. Denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Ich wähle Gottes Freude anstatt Schmerzen.
Schmerz. Schmerz ist meine eigene Idee. Er ist nicht ein Gedanke Gottes, sondern einer, den ich getrennt von ihm und seinem Willen dachte. Sein Wille ist Freude und nur Freude für seinen geliebten Sohn. Und diese wähle ich anstelle dessen, was ich machte oder was ich dachte in diesem Traum. Und all das gebe ich Jesus. Lass es erlösen. Diese Illusion, die war schon immer nichts. Und hinter all dem steht der gegenwärtige Friede Gottes. Der durch aller Herzen durch seine liebe Güte leuchtet und ich mit dir teilen möchte. Das ist die Quelle der Wirklichkeit. Ich bin kein Körper. Ich bin frei. Ich bin nach wie vor wie Gott, nicht Schuh. Und ich wähle Gottes Freude anstatt Schmerzen. Danke. Hey, wir dürfen so entspannen. Wir wählen Gottes Freude. Na, das sollte uns doch gleich wachrütteln. Genau. Ja, wir dürfen uns recken und strecken. Wir dürfen uns aufrichten in Würde und über all das hinausschauen. Du schenkst dir die Freude nur selbst, ne? Und all den Frieden und all die Liebe. Also gib. Gib, was das Zeug hält. Und noch mehr. Ja, da ist noch viel mehr möglich. Und hab Spaß dabei. Auch wenn immer wieder noch das Urteil dazwischen funkt. Sie schmelzen immer mehr hinweg, weil wir uns immer mehr erheben und das bewahren. Du bist so geliebt. Ich liebe dich so sehr, weil du Teil von mir bist. Jeden gleichermaßen. Und danke, dass du da bist und dass du es mir so leicht machst. Dass ich da eben keine Abwehr haben muss. Dass ich es da einfach so sagen kann und zeigen kann und geben kann. Hab noch genügend aufzuräumen.
Und dann ist da schon mal ein bisschen Ruhe. Und da kann viel eher die Freude einkehren, ne? Und Stille und Vertrauen und Dankbarkeit. All das, immer wieder all das, was mir von Gott gegeben ist. Nichts anderes ist mir ja gegeben. Also, du Schatz, ewiger Schatz, ich danke dir so sehr. Danke, dass ich mich darin so sehen darf. Und dass ich vor allem den liebenden Teil darin sehen darf. Das ist wirklich meine Heilung. Ne? Der Christus ist in jedem von uns. Amen. Hey Christus, los geht's. Hab Spaß mit dir und mit Gott in deinem Geist. Wir sehen uns heute Abend schon wieder. Wer mag. Bye bye.